Eine Schlange hat beschlossen, ein Stachelschwein zu fressen. Klingt nicht nach einer guten Idee. Und doch ist es 2015 passiert. Eine seltsam angeschwollene Python wurde in einem Wildreservoir in Südafrika entdeckt. Zunächst hatten die Parkmitarbeiter keine Ahnung, was genau das Abendessen dieser Schlange war, bis sie eines Morgens tot aufgefunden wurde. Dann fanden die Leute in ihr ein 13 Kilogramm schweres Stachelschwein. Offenbar war der Python von einem Felsvorsprung gestürzt und durch den Aufprall hatten sich die Stacheln in den Verdauungstrakt gebohrt. Infolgedessen starb der Python. Aber wusste die Schlange, dass das nicht unbedingt die sicherste Beute war? Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du es verpassen. Ich glaube nicht. Laut Schlangenexperten ist es nicht ungewöhnlich, dass Pythons sich von Stachelschweinen ernähren. Sie sind im Allgemeinen auch nicht unbedingt wählerisch, obwohl sie die Stacheln eigentlich nicht verdauen können. Laut einer Studie aus dem Jahr 2003 haben sie manchmal sogar den Körper der Schlange durchbohrt. Und das, obwohl der Rest des Stachelschweins bereits verdaut war. Aber die Schlangen gehen trotzdem weiter Risiken ein. Stell dir nur vor, wie hungrig sie gewesen sein musste. Doch anders als Pythons wollen Hunde, die auch Opfer von Stachelschweinen werden, sie nicht fressen. Sie werden einfach nur Opfer der Neugier. Was ist das für ein seltsames Ding da vorne, das da so raschelt? Um ehrlich zu sein, als ich das erste Mal ein Stachelschwein gesehen habe, war ich auch neugierig. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht näher herangegangen bin und meinen Kopf hineingesteckt habe. Aber Hunde tun so etwas, weil sie die Welt mit ihrer Nase erkunden. Dadurch verletzen sie sich natürlich im Gesicht. Und manchmal sogar auch im Mund. Komm schon, gute Jungs beißen Stachelschweine nicht. Welse sind aber eine ganz andere Sache. Sie sind Fische, also sollte man nicht zu viel von ihnen erwarten. Sie verschlucken oft Dinge, die eigentlich nicht zum Verschlucken gedacht sind. Angelhaken, irgendwelchen Müll, Schildkröten. Schildkröten? Ja, scheint wahr zu sein. Ein 1,5 Meter langer Wels, der aus dem Göttinger See gezogen wurde, hat versucht, eine Schildkröte zu verschlingen. Naja, ich meine, die Jungs sind Allesfresser und der Wels konnte den Versuch wahrscheinlich nicht einfach widerstehen und hat seine Kräfte überschätzt. Der Fisch ist natürlich erstickt. Eine große Ironie der Natur? Die Schildkröte ist übrigens auch gestorben. Sie erwies sich als zu groß und blieb einfach in der Kehle des Welses stecken, so dass beide keine Chance zum Überleben hatten. Aber wenn du denkst, dass die Schildkröte eine seltsame Wahl ist, wie wäre es dann mit einer Taube? Ich hätte ehrlich auch nie erwartet, dass Welse Tauben jagen würden. Aber sie schwimmen einfach zu den Tauben, die etwas trinken wollen, und schnappen zu. Sie stürzen sich auf dieses arme Ding, ich weiß nicht, wie ein Krokodil, das sich eine Antilope zum Mittagessen an der Wasserstelle holt. Der einzige Unterschied ist, dass man das Verhalten von Krokodilen tatsächlich erwarten würde. Was aber die Biber angeht... Was? Welche Biber? Woher kommen denn jetzt Biber? Steve, wo ist die fehlende Seite? Warum kommt nach der ersten eine dritte? Steve! Naja, egal. Biber haben also Probleme, wenn sie einen Damm bauen wollen. Sie brauchen einen Baum. Der Baum muss angenagt werden und umfallen. Die Frage ist nur genau, wohin? Nun, genau auf den Biber. Und das ist kein Einzelfall, das nur ab und zu mal passiert. Gelegentlich fallen Bäume auf Biber. Normalerweise passen die Biber darauf auf und springen rechtzeitig zurück. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Wissen, dass es Zeit zum Springen ist und dem Wissen, wo genau hingesprungen werden muss. Manchmal sind die Tiere einfach ein wenig verwirrt und ich denke, du verstehst schon. Aber selbst wenn Biber keine Dämme bauen müssten, müssen sie immer noch auf etwas Hartes kauen, denn ihre Zähne hören nie auf zu wachsen. Und das tun sie sogar mit einer alarmierenden Geschwindigkeit, mit 1,2 Meter pro Jahr. Das ist mehr als die Körperlänge eines erwachsenen Bibers. Wenn ein Biber nicht auf etwas herumkaut, kann er eine Art Säbelzahnbiber werden. Aber dann wird er mit Sicherheit auch sterben. Ich meine, wie könntest du mit solchen Zähnen überleben? Oder wie wäre es, wenn deine eigene Mutter dich mit Zigaretten füttert? An einem Strand in Florida wurde ein schwarzer Skimmervogel gesichtet, der seine Küken buchstäblich mit Zigarettenstummeln füttert. Und das war kein Versuch, dem Küken beizubringen, wie man ein böser Junge wird. Der Grund ist, die Vögel fangen ihre Beute direkt aus dem Wasser, indem sie mit ihren Schnabeln daran entlang gleiten. Sie sehen nicht unbedingt, was dort schwimmt. Wenn etwas schwimmt, bedeutet das, dass es lebendig ist. Wenn es lebendig ist, muss es essbar sein. Wenn es essbar ist, kann es auch dem Küken gegeben werden. Aber wenn es um den Menschen geht, brauchst du mir nicht sagen, dass Zigaretten generell schädlich sind. Und was ist mit Vögeln? Vögel, die kleiner sind als wir, könnten Zigarettenstummeln für Nahrung halten. Und es braucht natürlich eine geringere Dosis Nikotin, um sie zu vergiften. Es gibt zwar keine genauen Statistiken zu diesem Thema, aber es gab zum Beispiel Berichte über einen afrikanischen Graupapageien, dessen Organe versagten, weil er Zigarettenstummeln fraß. Auch wenn Nikotin nicht zum Tode führt, kann es bei dem Tier zu Übelkeit, Erbrechen oder Krämpfen führen. Klügere Vögel versuchen natürlich nicht, Zigarettenstummel zu fressen. Sie nutzen sie für ihre eigenen Zwecke. Schon lange bevor die Menschen Zigaretten erfanden, haben einige Vögel bestimmte Kräuter in ihre Nester getragen, um so Parasiten loszuwerden. Aber neue Zeiten erfordern neue Lösungen.
Und so begannen einige Stadtvögel, Zigarettenstummel in ihre Nester zu tragen. Es ist bekannt, dass Nikotin tatsächlich einige Gliederfüße abwehrt. Nun, die Menschen wissen das, aber doch nicht die Tiere, oder? Anscheinend haben sie es auch herausgefunden. Natürlich nur, wenn man den Studien Glauben schenken kann. Und ja, es gibt Studien über Zigarettenstummel in Nestern. Und laut dieser haben Vögel anscheinend geschafft, sich Nikotin zunutze zu machen. Die Sache ist aber die, dass der einfache Kontakt mit einer Zigarettenkippe durch den Schnabel genetischen Schäden verursachen kann, die wiederum zu Krebs führen. Kurz gesagt, Rauchen ist ungesund. Tu es also lieber nicht, auch wenn du gerade gehört hast, dass Vögel herausgefunden haben, wie sie Zigarettenstummel zur Desinfektion ihrer Nester verwenden. Das Verhalten von Adlern wirkt besonders lustig, wenn man sieht, wie diese majestätisch stolzen Vögel in Zweige krachen. Ich meine das ernst. Sie machen das wirklich. Sie wollen eigentlich nur in ihren Nestern landen. Aber anscheinend schießen sie so daneben, dass sie komplett lächerlich aussehen. Vielleicht ist es ja der Wind oder eine Fehleinschätzung. Oder vielleicht hat der Adler schon immer Probleme beim Landen gehabt und sich daran gewöhnt? Wir hatten auch keine Ahnung warum. Aber stell dir mal vor, du bist ein Adlerbaby und siehst, wie dein Elternteil auf dich zufliegt und dann gegen den nächsten Baum kracht. Ha, ouch. Das Gefühl der Peinlichkeit für den Elternteil, wenn er etwas Dummes getan hat. Aber weißt du, wer wirklich Pech gehabt hat? Dieser Baby-Elefant. Denn er hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten. Und ich glaube nicht, dass der Große den Kleinen absichtlich markierte. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht einmal, dass der Baby-Elefant wirklich beleidigt war. Eigentlich ist es ein ganz normales Verhalten für Elefantenbabys, denn diese fressen absichtlich die Kacke von Erwachsenen. Uah. Der Grund ist, dass sie Bakterien enthalten, die die Babymägen noch nicht produzieren können. Nun, ich hoffe, du bist nicht gerade am Essen. Und falls, dann tut's mir leid. Und in der Zwischenzeit, Dickhornschafe. Dickhornschafe? Was ist denn heute mit dem Drehbuch los? Weißt du was? Ich werde hier was Besseres suchen. Ah, Koalas. Jeder weiß, dass Koalas super niedliche Tiere sind, die aufgrund der Menschen aber bedroht sind. Nun, wie immer, die Menschen sind an allem schuld, was auf der Erde passiert. Deshalb glaube ich, dass nur wenige Menschen über die Intelligenz der Koalabären nachdenken. Eigentlich sind Koalabären unglaublich dumme Tiere, denn sie müssen Eukalyptusblätter fressen, die nicht viel Energie liefern. Koalas haben ihren Energieverbrauch gesenkt und dadurch die Größe ihres Gehirns reduziert und angefangen, so wenig wie möglich zu denken. Das spart Energie und ist gut. Klingt doch vernünftig. Aber nur so lange, bis die Brände anfangen. Anders als Kängurus, Vögel oder Schlangen fliehen Koalas nicht vor dem Feuer, sondern sie klettern auf den Baum, in die Baumkrone, wo sie sich dann zusammenrollen und abwarten. Aber auf was? Bis sich alles von selbst geregelt hat? Ja, du hast schon richtig verstanden. Alles um den Koalabär brennt und der Koala sitzt einfach auf dem Baum und denkt, naja, das ist schon in Ordnung. Klingelt's da bei dir? Das ist nicht gut. Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass Koalas, sagen wir mal, nicht die klügsten Geschöpfe sind? Sieh dir einfach mal diesen Typen hier an. Er hat keine Ahnung, dass der Baum einfach nur auf die Wand gemalt ist. Es stört ihn auch nicht, dass die Blätter weder beim ersten noch beim zweiten oder beim dritten Mal gegriffen werden konnten. Okay, einen habe ich noch. Koalabären sind so dumm, dass sie nicht einmal merken, wenn man ihnen Eukalyptusblätter vor die Nase hält. Und das sind ja eigentlich die Blätter, die sie immer fressen. Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht am Baum sind. Und so ein kompliziertes Konzept passt einfach nicht in ein einfaches Hirn. Wenn du einem Koalabären einen Haufen Eukalyptusblätter auf einen Teller legst, weiß er nicht, was er damit tun soll. Deshalb werden alle Koalas in Reha-Zentren nur mit Zweigen gefüttert. Und wenn man jetzt weiß, wie dumm Koalabären wirklich sind, ist es schon seltsam, dass sie bis ins 21. Jahrhundert überlebt haben, oder nicht? Nun, es sieht so aus, als konnte ich noch einige interessante Fakten selbst zusammentragen. Also gut, Steve, was war jetzt mit deinen Dickhornschafen oder diesen Widdern? Ach, sie springen? Und das tun sie oft und meist mit Erfolg, so wie hier. Dieser Kollege, der ruhig auf dem Werk seinen Geschäften nachging, sah ein Blatt hinter einem Zaun und beschloss, dass es Zeit war, hinüberzuspringen. Aber er übersah leider das Stromkabel, das über ihm hing, also hat er sich dort aufgehangen. Natürlich versuchte das Tier sich zu befreien, doch bei all seiner Anstrengung rutschte er das Kabel nur weiter hinunter und hing jetzt in einer Höhe von knapp 6 Metern über dem Boden. Genauso fanden die Einheimischen diesen Schafbock. Sie überlegten eine Weile, wie sie dem armen Tier helfen konnten und beschlossen schließlich, es wieder auf den Bauch hinaufzuziehen. Ich meine, von da kam es ja auch. Aber was ist, wenn das gar kein Widder wäre, sondern ein Pferd? Ein Pferd auf dem Dach? Na gut. In der kanadischen Provinz New Brunswick entdeckte die Pferdezüchterin eines Morgens ein einjähriges Hengstfohlen auf ihrer Garage. Vielleicht ist es irgendwie einen Meter hochgesprungen und dann aufs Dach geklettert? Doch als die Besitzer versuchten, es vom Dach zu holen, ging es einfach so herunter. Um zu verhindern, dass sich noch mehr Pferde auf dem Dach aufhalten, mussten sie einen Zaun aufstellen. Stell dir mal vor, ein Zaun, der Pferde vom Dach halten soll? Naja, im Gegensatz dazu scheinen Schildkröten, die auf Alligatoren reiten, eigentlich ganz normal zu sein. Aber ja, sie reiten auch.
Für einen Alligator sind Schildkröten eher wie ein schwer zu beschaffenes Dosenfutter. Aber sie fragen die Raubtiere nicht um Erlaubnis, wenn sie schnell von A nach B kommen müssen. Schildkröten nutzen Alligatoren einfach als Transportmittel und manchmal auch als schwimmenden Schutz. Jedes Mal, wenn die Schildkröten um ihre Sicherheit besorgt sind, klettern sie auf die Alligatoren. Was denken denn die anderen Reptilien darüber? Nun, sie scheinen sich dessen nicht unbedingt bewusst zu sein. Die Haut auf ihrem Rücken ist ziemlich dick. Stell dir vor, du schwimmst seelenruhig, ohne zu wissen, dass eine Schildkröte auf dir reitet und deine Freunde dich alle hintenrum auslachen. Aber weißt du, was mich interessiert? Wissen die Schildkröten selbst, wohin sie schwimmen? Denn einige Schildkrötenarten schwimmen einfach. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat die Bewegungen der Schildkröten kartiert. Es stellte sich heraus, dass einige dieser Tiere bei ihren Wanderungen über kurze Distanzen sehr seltsame Routen nehmen. Ein Exemplar schwamm zum Beispiel 1300 Kilometer, um zu einer Insel zu kommen, die, 175 Kilometer entfernt war. Das ist so, als würde man auf ein bestimmtes Geschäft in einem Einkaufszentrum zusteuern und zwischendurch noch in 8 verschiedene Läden gehen. Warum tut eine Schildkröte das? Wahrscheinlich liegt der Grund aber in der geomagnetischen Karte. Sie ist nicht unbedingt sehr genau. Sie wird durch das Magnetfeld der Erde gesteuert. Und die Schildkröte merkt erst, dass etwas nicht stimmt, wenn sie zu lange von der eigentlichen Quelle abweicht. Solange die Richtung mehr oder weniger genau ist, kann sie monatelang herumkreisen und das ohne nur für einen Snack zu halten. Ja, während der ganzen Reise gibt es keine Nahrung für sie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!